Willkommen aus München. Ich habe hier eine kleine Apple-Tüte, denn wir haben hier ein iPhone drin, wie ihr es hier noch ein bisschen schon ablesen könnt. Denn es gibt ein neues iPhone in roter Farbe und zwar Product Red haben wir schon letztes Jahr beim iPhone 7 gesehen. Das iPhone 10 und das iPhone 8 sind gleichzeitig rausgekommen und Apple hat sich entschieden, nur für das iPhone 8 und 8 Plus die rote Farbe rauszubringen. Das iPhone 10 bleibt weiß oder schwarz. Bisschen schade, aber wir schauen uns das trotzdem an und für den gleichen Preis wie die normalen iPhone 8 könnt ihr das hier kaufen. In dem Fall zum Beispiel 909 Euro für das iPhone 8 Plus. Wenn ihr das kleinere haben wollt, kostet das wie immer 100 Euro circa weniger. LTE haben sie ja beide drin, da habt ihr also keinen Unterschied und es gibt nicht nur 64 GB als Version, sondern auch 256 GB. Seitlich steht auch iPhone in Rot drauf und das Apfellogo ist auch rot, sowohl oben wie auch unten. Und hier steht nochmal Product Red unten drauf auf der Verpackung, aber es sind natürlich noch viel mehr Logos, wenn wir es gleich aus der Verpackung rausnehmen. Beziehungsweise, wenn ihr das noch im Vergleich mit Schwarz und mit Weiß sehen wollt, seht ihr das morgen in einem Video direkt aus dem Store und auch im Vergleich das Kleine mit dem Großen seht ihr das auch morgen nochmal, denn ich habe das im Laden auch nochmal gefilmt. Ich habe das jetzt hier mitgenommen, um es hauptsächlich zu vergleichen mit dem Huawei P20 Pro, denn hier haben wir auch die Zoom-Optik mit drin und wir haben ungefähr den gleichen Preis hier für das Plus. Wir haben 10 Euro mehr hier für das Plus wie für das Huawei P20 Pro. Also ist das ein auf jeden Fall fairer Vergleich, würde ich jetzt mal sagen. Hin steht drauf iPhone 8 Plus, einfach Red, aber es handelt sich um Product Red. Wer nicht weiß, was Product Red heißen sollte, während ich das Ganze hier aufreiße fast schon sozusagen, dem kann ich erzählen, dass Product Red vor 11 Jahren eine Partnerschaft mit Apple eingegangen ist und in den 11 Jahren wurden bisher 160 Millionen US-Dollar gesammelt zu einem wohltätigen Zweck. Der wohltätige Zweck ist mit dem Hintergrund verbunden, dass AIDS bekämpft werden soll. Bono, damals von O2, der Sänger, ist einer der Gründer zum Beispiel hier bei Product Red und die machen oder die gehen sicher auf jeden Fall, dass das Geld in die richtigen Hände gelangt, um dann irgendwann mal AIDS bekämpfen zu können, beziehungsweise es wird natürlich hier viel recherchiert, aber noch waren sie ja nicht ganz erfolgreich. Gut, machen wir weiter das Gerät hier auf. Es wird nicht anderes, viel anderes drin sein wie beim normalen iPhone 8 oder beim iPhone 10. Wir machen jetzt trotzdem mal hier das Unboxing, wo ihr sehen könnt, wir haben hier etwas Rotes noch zum Lesen. Das schauen wir uns gleich an. Als erstes das iPhone selbst mit schwarzer Front und das ist die erste Neuerung, denn beim iPhone 7 war es noch weiß damals, jetzt ist es hier schwarz vorne auch, das ist natürlich sehr, sehr schön und es gibt diesmal keinen Product Red mit weißer Front, nur noch schwarz, gleich dann mehr dazu aus aller Nähe. Es war gerade ein bisschen dunkel, aber ich verändere gleich hier die Kameraeinstellung, damit es so ausschaut, wie ich es, wenn ich es in der Hand habe, dann wirklich tatsächlich ausschaut. Wir haben ein ganz normales kleines Ladegerät von Apple mit 5 Watt und für Leute, die sich hin und wieder beschweren, dass ja bei Android gibt es Schnellladeverfahren, hier könnte das Apple auch. Ihr könnt auch das iPad-Ladegerät benutzen, aber wenn das Ladegerät kleiner ist und euer Handy langsamer lädt, hält der Akku länger, auf lange Sicht gesehen. Also wenn ihr es für ein halbes Jahr benutzen wollt, könnt ihr immer schnell laden. Auf lange Sicht lohnt es sich wirklich, das mit dem normalen kleinen Ladegerät zu laden. Und wir haben mal wieder auch hier die EarPods mit dabei. Mit Standard 3,5 mm Kopfhöreranschluss, denn wir haben einen Adapter auch mit dabei, damit wir den Standard 3,5 mm Kopfhöreranschluss hier auch benutzen können. Oder natürlich andere Geräte oder andere Kopfhörer benutzen können, die auch mit dem normalen Anschluss hier nur funktionieren würden. Und dann haben wir noch das Lightning-Kabel, auch nicht in Rot, bleibt weiterhin weiß. Hat sich nichts verändert, USB 2 und die anderen technischen Daten kennen wir ja schon alle. Da erzähle ich euch jetzt gar nicht allzu viel von dem Product Red. Wir wollen uns das ja hauptsächlich jetzt ohne Folie anschauen, nehme ich mal an. Deswegen ziehe ich sie jetzt mal ab. Einer der Lieblingsmomente für sehr viele Käufer immer, die Folie abzuziehen und dann haben wir hier das wunderschöne Gerät mit natürlich hier der roten Farbe. Und je nachdem wie das Licht drauf fällt, sieht es natürlich anders aus, so ein bisschen dunkler und dann so ein bisschen heller. Und das ist ungefähr die Farbe, wie es wirklich ausschaut, wenn ihr es in der Hand haben würdet. Mit auch der Dual-Kamera natürlich vorne und beziehungsweise hinten für den optischen Zoom, zweifach. Seitlich, wie ihr sehen könnt, wunderschönes Metallgehäuse. Das ist übrigens nicht Zufall, dass ich auch rot anhab. Alle Anschlüsse und alle Knöpfe sind auch in dem wunderschönen Rot gehalten. Product Red Rot.
und vor allem die schwarze Kamera passt wunderbar zur schwarzen Front. Das war beim alten Modell ein bisschen das Manko, beziehungsweise unten leider kein roter Ring um den Home-Button, der natürlich nicht physikalisch ist weiterhin, sondern so ein Touch-Force hat. Also ihr müsst, wenn ihr den Knopf im ausgeschalteten Zustand vom Smartphone drückt, passiert absolut gar nichts, denn da ist ein Motor dahinter. Nur wenn das Gerät an ist, spürt ihr tatsächlich, dass der Knopf gedrückt wird. Gut. Das war es auch schon mit einem ganz kurzen Unboxing. Ich mache noch ganz kurz den Vergleich für euch mit dem weißen Gerät. Also, wenn ihr es euch weiterhin in weiß kaufen würdet, in schwarz kaufen würdet, in gold kaufen würdet, würde es ungefähr so ausschauen. Leider gibt es das Product Red iPhone 8 ja nicht für das iPhone 10. Also die Farbe gibt es nicht für das iPhone 10. Und wie gesagt, die Hauptkonkurrenz dieses Jahr auf jeden Fall für das iPhone 8 ist von Huawei das P20 Pro. Dazu gibt es aber noch ganz ausführliches, separates Video in den nächsten Tagen, natürlich nur für euch hier bei TechVideo. Ich hoffe, das Video hat euch derweil jetzt schon mal gefallen. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meine weiteren Videos anzuschauen hier zum neuen iPhone 8 mit Product Red. Wie sich das zum Beispiel schlägt gegen andere Geräte nochmal und auch Farbvergleiche zu anderen Produkten, wie gesagt, dann morgen.